Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen Video bei JG Bonsai. Ich hoffe, es geht euch allen gut und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid im Thema Ausrichtung. Und was ist das Ausrichtung? Was verstehe ich unter Ausrichtung? Ich meine nicht die Ausrichtung Norden, Süd im Garten von den Bäumen, sondern ich meine mehr die Ausrichtung. Dieser Moment, nachdem wir umgetopft haben oder umgesetzt haben und wir ihn wieder in die Schale reinsetzen, also diese Ausrichtung in der Schale, über diese Ausrichtung würde ich gerne heute mit euch anschauen. Damit ich besser erklären kann, was ich mit dieser Ausrichtung meine, hole ich sonst meine Hainbuche, weil die muss ich eh zurückschneiden auch. Da habe ich extra gewartet mit dem Zurückschneiden. Nicht, dass sie da runterfällt, so ist gut. Das ist nicht eine Hainbuche, wie wir sie kennen, sondern es ist eine koreanische Hainbuche, also eine Garbinius coreana. Und ja, was ist der Unterschied zu unserer? Sie hat einfach kleinere Blätter, man kann eine kleinere Verästelung kreieren. Ja, sie ist auch winterresistent, genau gleich wie unsere oder sogar noch mehr, weil dort, wo sie in Korea lebt, ist es ziemlich kalt, also auch minus 18, 20 Grad zum Teil. Also für sie ist das kein Thema, die Kälte. Und sie hat auch eine intensivere Herbstfärbung. Das Laub im Herbst wird fast röter als jetzt zum Beispiel unsere Hainbuche. Was möchte ich bei dem zeigen? Wenn das da hier die Frontseite ist, ich versuche es mal so gegen die Kamera etwa zu richten. Hä? Wenn das die Frontseite ist, ich habe den umgetopft, ich musste den umtopfen und ich würde sonst jetzt mal ein Foto posten auf dem Video und dann sieht man sehr gut, im oberen Foto, da ist er noch in der alten Schale, in der blauen Schale. Das war eine blaue, rechteckige Schale, viel höher. Hä? Und im unteren ist es eigentlich so, wie ihr ihn heute auch seht. Also ich habe ihm nur umgetopft und eine andere Schale gegeben. Aber was ich auch gemacht habe, und das sieht man jetzt eben auf diesen Fotos sehr gut, die Neigung geändert. Ich habe auf der einen Seite die Neigung geändert und auf der anderen Seite habe ich die Frontsicht geändert und ein wenig verschoben. Und nur durch diese Veränderung der Neigung und der Frontansicht wirkt der Baum, wie ihr seht, auf den Fotos total anders. Obwohl es genau gleich ist, also hier oben wurde nichts geändert, nicht einmal zurück, weil das mache ich erst jetzt, zurückschneiden. Es ist einfach nur zum Zeigen, was man mit so einer Ausrichtung verändern kann und der Baum doch anders wirkt auf die Person, als vielleicht wer vorher war. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Über dieses Thema Ausrichtung würde ich gerne mit euch besprechen. Den werde ich dann am Schluss aber noch zurückschneiden. Ihr seht, ich muss da überall werden wir zurückschneiden auf Knospen zurückschneiden, damit die hinteren Knospen aufschwellen und der mir die parat macht. Auf der anderen Seite werden wir uns hier auf dieser Seite hier von Ästen ein wenig trennen. Hä? Der, wo hier so gegen oben geht, kommt weg. Wie zum Beispiel auch dieser hier, hä? Wo hier oben gerade geht, der kommt weg. Indem, dass wir dann hier den so drahten und dann runterkommen, werden wir diese Lücke dann schließen, bis natürlich mehr Volumen kommt, mehr Grünes kommt. Was war auch der Unterschied, wenn man sieht, jetzt zum Beispiel zu der Neigung, vorher war er eigentlich im Blauen, war er eigentlich einfach gerade drin, wirkte dann einfach sehr steril, sehr, weil eine rechteckige Schale, dann war der Nebari gerade in der Schale drin, das Teil war dann so gerade drin. Und dazu war die Neigung so, dass er dann so wirkte, als würde er auf irgendetwas warten oder hoffen. Und das wurde nur geändert durch das, dass ich die Neigung und die Seite hier abgedreht habe. Also die Frontseite, seht ihr, habe ich abgedreht. Was wirkt das, wenn man es von vorne schaut?
dass man dann diese Seite hier, die Länge sieht, was man vorher nicht sah. Vorher hatte ich einfach nur dieses Teil hier, wo man sieht. Also sehe ich diese Länge, das wirkt für das Auge logischerweise mehr füllend und wirkt für das Auge natürlich auch viel schöner, also größer. Und gleichzeitig habe ich so die Neigung hingetan, dass man durch diesen Buckel hier, ich glaube, so sollte man es eigentlich ziemlich gut sehen, he? Durch diesen, dass es mir hier wie eine Kurve gibt und doch diese Bewegung. Vorher wirkte er eigentlich gerade. Er war zwar ein bisschen schräg, aber gerade. Jetzt habe ich genau diese Ansicht, wo ich vorhin so gesagt auf der Frontansicht hatte, habe ich jetzt auf der Seitenansicht. Wenn man jetzt die Seitenansicht schaut, dann habe ich beim Stamm genau das, was ich meine, oder? Nur gerade. Man sieht keine Bewegung drin. Aber ich habe lieber diese Perspektive auf der Seitenansicht als auf der Frontansicht. Ich hoffe, ich habe es ungefähr so ausgedrückt, dass es verständlich ist. Was ist jetzt wichtig? Oder man sieht doch immer, oder man sieht uns immer, oder wer auch immer, man sieht, wenn man den Baum richtig, wenn man ihn mal reinstellt zum Schauen, dann sieht man immer, wie man hinschaut, wie man die Positionierung und nochmal dreht und nochmal schaut und erst dann befestigt wird. Ich möchte genau auf dieses Prozedur gehen. Also was schauen wir eigentlich an? Auf was schauen wir? Ist das der Stamm? Ist das die Äste? Oder was wird eigentlich geschaut in diesem Moment, wo wir hier reinschauen, bevor wir ihn befestigen? Das möchte ich heute mit euch ein bisschen besprechen, weil ich denke, es gibt doch wichtige Tipps, wo man vielleicht sich manchmal gar nicht überlegt, sondern man einfach ihn reinsetzt und schaut, ah doch, sieht gut aus, und dann einfach pfam. Weil man kann doch viel mehr rausholen mit der Ausrichtung, als vielleicht viele denken. Ich meine, ein gutes Beispiel ist eben dieses Foto, wo ich vorhin gezeigt habe. Das ist rein nur durch die Ausrichtung und die Neigung verändert worden. Logischerweise ist auch die Schale eine andere, das ist klar. Er wirkt anders, weil er auch dünner ist. Ich habe eine dünnere Schale genommen, die andere war definitiv zu dick für diesen, sag ich jetzt mal, für diese Struktur momentan. Habe ich eine dünnere, dann kommt der Baum natürlich viel mehr zur Geltung. Vorher sah man fast nur Schale, bam, eine blaue Schale. Wenn man jetzt auf dieses Thema geht, was schauen wir eigentlich? Dann würde ich mal vielleicht vorderst anfangen, und zwar beim Blickwinkel. Wir versuchen natürlich, logischerweise schaut man es immer von der Frontseite an, wenn man ihn einsetzt. Man nimmt die Frontseite als Schale und man nimmt die Frontseite als Baum. Das heißt, nicht jede Schale sieht gleich aus von jeder Seite. Vor allem die, die dann ein Muster drin haben, etc. Also man nimmt die Frontseite Schale und die Frontseite Baum. Und so richtet man das aus. Das ist mal ein vom Blickwinkel her. Was auch wichtig ist natürlich, ist die Höhe, wo ich ihn anschaue. Das heißt, ich schaue ihn nicht hier unten an, dass ich ihn von unten anschaue. Ich schaue ihn aber auch nicht von oben an. Ich schaue ihn wirklich auf diese Höhe, sag ich jetzt mal, ist es auch nicht unbedingt mit dem Baum, sondern eigentlich die markante, wenn das der Stamm ist, was markant ist, oder wenn es wo, dann versucht man das auf Augehöhe zu nehmen. Also nehme ich dieser Verlauf, jetzt bei meinem Case, würde ich dieser Abteil hier, dieser Teil hier, so gesagt, als Höhe nehmen hier, dieser Blickwinkel. Auf das schaut man dann auch. Wenn ich jetzt den so mit diesem Blickwinkel bearbeite, dann wäre es dann auch optimal, wenn ich ihn rausstelle in den Garten, dass ich ihn so positioniere, dass er auf der gleichen Höhe ist ungefähr. Das heißt, er würde etwa auf diese Höhe kommen. Podestmäßig würde er auf diese Höhe kommen, so dass der Besucher oder der kommt, zum Baum läuft, auf der optimalen Höhe ist. So wäre es eigentlich richtig. Es ist klar, dass das nicht immer machbar ist für den eigenen Garten. Aber das wäre eigentlich, also wenn jemand fragt, auf welche Höhe soll ich ihn nehmen, dann muss man es eigentlich so messen, dass
der, wo kommt, zum Baum lauft, zulauft, dass er eigentlich die optimale Sicht hat auf den Baum. Die Frontseite und auch von der Höhe her. Wenn es dann ums Ausrichten geht, dann tut man es nur immer von zwei Seiten her ausrichten. Das heißt, ich sehe manchmal, dass man der Baum richtet, dreht, schaut, man richtet wieder, dreht, schaut, man richtet wieder, dann dreht man wieder und man richtet und es bringt ja alles nichts, sondern man richtet es immer nur von zwei Seiten aus. Das heißt, zuerst das Beste und das Maximum holt man immer auf der Frontseite an. Also die Ansicht hier, die Front, die muss das Top sein. Hier gehe ich keine Kompromisse ein in dem Sinn. Dann kann man eine Seite ausrichten. Hä? Eine Seite ausrichten. Je nachdem kann man diese Seite nehmen oder die andere Seite nehmen. Je nachdem, was mehr Sinn macht. Bei diesem Baum würde ich es jetzt nach dieser Seite hier machen. Und Tazit, hole das Maximum, das Beste aus dem raus hier. Kontrolliere die Seite an sich, dass das auch stimmt. Kontrolliere wieder die Front, dass es am Schluss stimmt. Wenn das Maximum von beiden Seiten gemacht ist, dann lädt man es so. Man geht nicht die Rückseite schauen, weil wenn ich hier wieder etwas verändere, verändere ich wieder die Frontseite. Und die Frontseite muss top sein. Hier hinten, c'est la vie, das ist die Rückseite. Da muss ich halt dran arbeiten, je nachdem was es ist, aber es ist die Rückseite. So kurz zum Prozess dann wirklich vom Blickwinkel her, welche Blickwinkel zählen dann wirklich. Das ein bisschen zum Blickwinkel. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich die Höhe. Wie hoch setze ich ihn rein? Da ist natürlich das Nebari maßgebend. Also die Nebari-Grenze definiert eigentlich die Höhe vom Baum, auf welche Höhe wir ihn nehmen. Dementsprechend spielen wir auch mit der Höhe von der Schale, je nachdem wie der Wurzelballen ist. Da muss man halt ein bisschen mit der Höhe von der Schale spielen. Aber die Wurzelgrenze oder die Nebari-Grenze, Entschuldigung, die Nebari-Grenze ist eigentlich das Maßstab, weil wir wollen ja das ganze Nebari zeigen, das Schöne. Und dementsprechend ist das, was es die Höhe angibt. Was auch wichtig ist natürlich, ist wenn beim Auffüllen dann, dass man es nicht über die Schalenrand setzt. Das ist einfach schon praktisch fürs Gießen, auch wenn man düngt. Nicht, dass es da über die Schale läuft, sondern dass das Substrat, ich sage jetzt mal, einen halben Zentimeter oder Zentimeter unter der Grenze oder unter der Schalekante ist, damit eben das Zeug dann an die Schalekante und dann in die Schale reinfließt. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Neigung. Also was ich unter der Neigung verstehe, ist genau diese Neigung, die wir jetzt sehen, diese Neigung hier natürlich. Wenn man die Seitenansicht anschaut, dann ist es natürlich wichtig, dass der Baum auf der einen Seite nicht den Himmel anschaut, also nicht irgendwie so nach hinten liegt, aber natürlich auch nicht, dass er irgendwie der Smooth Criminal von Michael Jackson tanzt. Also so vorne, das wäre auch nicht gut. He? Also was schaut man, dass der Mittelpunkt vom Baum, der Schwerpunkt vom Baum, dass der dementsprechend zentriert ist. Was man natürlich auch spielt mit den Neigungen, ist, man kann mit den Neigungen natürlich auch Fehler beheben. So bei Nadelbäumen gibt es zum Beispiel dieses Szenario sehr viel, wo man dann eben mit der Neigung eigentlich den Fehler beheben kann. Wie soll ich das erklären? Ich hole schnell mein Whiteboard. Hier sind wir beim Whiteboard. Ich probiere jetzt mal eine Schale zu zeichnen. Es muss ja nicht schön sein, es geht nur ums Prinzip. Und dann gibt es manchmal den Fall, dass der Baum kommt oder der Stamm vom Nebari her kommt und dann hochgeht und dann hier dicker wird und vielleicht wieder
zusammenkommt und dann so. Und das solches sieht man dann plötzlich noch viel bei Koniferen und Nadelbäumen, weil hier vielleicht schon der erste Ring kommt von den Ästen und dementsprechend dann diese Verdickung kommt. Und solche Fehler, solche Sachen, solche Korrekturen kann man eben mit Neigung, zum Beispiel wenn dann hier oben, ich sage jetzt ein Beispiel, hier der erste Ast wäre, hä? Wenn hier der erste Ast wäre, durch die Neigung kann man den anstatt grad eben dann schräg einsetzen, also dass es hier so, hä? So hoch kommt. Was passiert? In dem Moment geht diese Vertiefung, verschwindet hier. Entschuldigung, falsch. Diese Vertiefung wäre dann hier, hä? So. Und der Nebari würde dann hier halt ein bisschen verschwinden, oder logischerweise. Aber dafür wäre hier der Nebari ein bisschen höher. Aber man hätte hier die Vertiefung dann hier noch, oder? Die würde bleiben. Die würde bleiben, aber durch das, dass es nur eine hat, eine Vertiefung, nicht mehr beide sichtbar sind, automatisch würde dann dieser Fehler hier korrigiert werden, indem dass man eben die Neigung senkt. Ich habe es jetzt extra ein bisschen übertrieben gezeichnet, damit es ersichtlich ist, was ich meine. Oder zum Beispiel auch, es gibt Momente, wo der erste Ast viel zu hoch ist im Vergleich zum Schale. Und mit der Neigung kann man dann den Ast auch runterbekommen. Das heißt, es würde dann optisch viel anders aussehen, da durch die Neigung der Ast kommt nach runter und der würde dann einfach wieder anders geformt werden. Aber genau so kann man mit der Neigung solche Fehler auch beheben und korrigieren. Und das meinte ich mit Fehler korrigieren oder wegmachen. Und glaube, ein letzter Punkt, was natürlich wichtig ist, ist die Zentrierung. Unter der Zentrierung verstehe ich logischerweise in der Schale drin, wo soll er sein, soll er mehr am Rand, soll er mehr in der Mitte sein, soll er mehr so. Und das kommt ganz auf den Baum drauf an auch. Also es kann gut sein, ein Nadelbaum, wo zum Beispiel der Stamm so nach vorne kommt oder so, kann es gut möglich sein, dass der mal versetzt in der Schale ist, also komplett versetzt in der Schale ist. Das ist dann wirklich baumspezifisch, wie ich ihn zentriere in der Schale drin. Auch was ich, je nachdem, was ich machen will, will ich noch Moos drumherum haben, braucht es ein bisschen. Das ist dann ein bisschen ein Spiel, ein optisches Spiel, ein ästhetisches Spiel. Man würde den Schwerpunkt vom Baum, das heißt der Schwerpunkt dort, wo ich ihn aufhängen würde, der Baum, ich würde ihn dort aufhängen und der wäre dann im Schwerpunkt, im Gleichgewicht, dass das eigentlich zentriert in der Schale sein sollte, ungefähr. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer speziell andere, es gibt auch Formen, die kommen aus, logischerweise neben der Schale vorbei. Ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen kann man auf so etwas drauf schauen und dann kommt es eigentlich optisch recht gut. Das sind die wichtigsten Punkte zu der Ausrichtung, auf was, dass ich schaue. Also all diese Punkte, die ich jetzt alles erklärt habe, berücksichtigen ich bei der Platzierung, bei der Ausrichtung vom Bäumchen. Das waren so die wichtigsten Punkte. Vielleicht kommt mir sicher noch mehr in den Sinn. Das ist auch ein bisschen so ein Freestyle. Ich rede aus der Seele, blöd gesagt. Also da vergisst man Sachen. Also ja, ich würde jetzt ein bisschen kurz den schneiden. Wir machen das zusammen. Ich denke, vielleicht kommentiere ich kurz. Also was ich mache, ist, der Ast hier, der kommt mal irgendwann weg. Noch nicht jetzt, aber der wird mal wegkommen. Tendiert voll danach aus. Was wir machen werden, sind Äste, die nach unten kommen, die schneiden wir weg. Äste, die gerade nach oben gehen, schneiden wir weg, außer wir brauchen sie, wie zum Beispiel der hier, den brauche ich für da dann zuzumachen, der wird hier in diese Seite gedrahtet dann mal. Also sonst schneiden wir solche weg, vor allem auch auf hier,
Ihr seht hier zum Beispiel haben wir einer, zwei, wo oben direkt hinten gerade auf, solche kommen weg, solche wie hier unten zum Beispiel kommen weg. Einfach solches Zeug werde ich jetzt kurz machen. Ich zeige euch sonst dann am Schluss, wie er geblieben ist. Und ja, fangen wir an. Bis nachher.
Ja, so schließen wir das Video ab. Das war's von meiner Seite mit dem Thema Ausrichtung und mit dem Rückschnitt von meiner Carpinius coreana. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen sehen, was ich gemeint habe und was ich auch zurückgeschnitten habe. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Abonniert, es freut mich. Wenn ihr kein Videos verpassen wollt, drückt auf die Glocke und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.